Die Bergischen Löwen haben in der Handball-Bundesliga ihr Gastspiel bei Frisch auf Göppingen mit 30:27, 15:11 gewonnen und sich in der Tabelle an Göppingen vorbei auf Platz 7 vorgeschoben. Die Gastgeber mit ihren Nationalspielern Sebastian Heimann und Marcel Schiller liefen von Beginn an einem Rückstand nach und scheiterten immer wieder in aussichtsreicher Position an Löwentorhüter Bastian Rutschmann. Der frühere Göppinger Rutschmann hatte den Vorzug vor Christopher Rudek erhalten, der am vergangenen Samstag im Länderspiel gegen die Schweiz in Düsseldorf sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gegeben hatte. Erfolgreichster Werfer der Bergischen Löwen war Rückraumspieler Christian Nippes mit 6 Toren, für Göppingen traf Schiller 8 Mal, davon 3 Mal vom 7-Meter-Punkt.